Hi-ho und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute ist Freitag und ich bin ehrlich gesagt platt wie eine Flunder. Ja, ich fühle mich etwas kränkelig, obwohl ich noch nicht sagen kann, was es wird. Es ist total komisch, aber es hat man manchmal so dieses Wissen, man ist so ein bisschen krank, man hat so Symptome. Bei mir ist es jetzt so Husten, eine leicht zu in der Nase, Kopfschmerzen. Und ich bin eben einfach furchtbar. Ich wollte gerade sagen, ich bin furchtbar faul, aber das ist das falsche Wort gewesen, aber ich bin furchtbar müde. Ich bin wirklich total müde. Und ja. Also das Ding ist, ich wette, wenn ich jetzt zum Arzt gehen würde, ja, müde, entschuldigt, ich muss nochmal zurückkommen, ich habe auch nicht wirklich Hunger und auch nicht wirklich Durst. Ja, aber wenn ich jetzt zum Arzt gehen würde, wird er mir wahrscheinlich sagen, eigentlich, dass es mir noch recht gut geht und dass ich nicht erkältet bin oder irgendwie sowas. Aber ich fühle mich halt einfach gerade nicht so ganz fit. Und ja, das hat man eben manchmal. Ja, doch, eigentlich schon. Aber ich habe das auch schon die letzte Zeit manchmal öfter. Ja, irgendwie ist es gerade bei mir nicht so, es ist noch nicht so ganz mein Jahr. Ich habe so eher mit den geraden Jahren, da läuft es bei mir alles viel besser. Ich habe auch gerade viel zu tun und Stress und überhaupt und ja. So dieses, wenn die Elektronik spinnt und man es dann irgendwie richten muss und ja, es stresst. Aber auf jeden Fall wollte ich mal mit euch darüber so ein bisschen plaudern. Also ich habe das schon mal öfters gehabt und ich habe auch schon mal so Momente gehabt, wo ich an der Kasse gestanden bin und hinter mir hat einer niesen müssen und ich habe mir gedacht, und ich hatte so richtig so das Gefühl, ja. Jetzt kriege ich bald eine Erkältung, weil ich habe so richtig gefühlt, wie mein Immunsystem in dem Moment zusammengekracht ist und dem seine Bakterien mich angesteckt haben. Und oft habe ich auch so Momente, wo mein Vater, also der Mann, der kann ja wirklich physische Erkältung haben, aber sie selbst kriegt er nicht. Aber mich und meine Mutter steckt er dann an. Das ist so seine Kunstfähigkeit. Und dann sitzt er da ohne Erkältung und wir beide sehen dann immer aus wie wie so aus The Walking Dead. Und ich denke mir immer so, oh. Und er sagt dann so, ja nö, das habt ihr nicht von mir. Ich denke mir, ja, aber wo soll ich es denn sonst her haben? Ich gehe ja sonst nicht raus. Ja. Und meine Mom, ja gut, ich hätte es auch von Mom haben können, aber die hat es ja dann zur selben Zeit gekriegt wie ich. Also hat sie es dann auch bestimmt mir nicht übertragen können. Ja, und so, solche Situationen kommen dann einfach manchmal vor. Entschuldigt, ich bin einfach total groggy. Ich würde jetzt einfach, glaube ich, wieder ins Bett zurückkriechen unter meine wunderschöne warme Decke. Oh, das klingt toll. Und vielleicht noch ein bisschen Tee schlürfen. Betonung auf schlürfen. Ich trinke ihn nicht, ich schlürfe diesen Tee. Und ja, ich würde mich dann einfach wieder nächste Woche melden. Tut mir leid, dass das nur so ein kleines, kurzes Video geworden ist. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare. Oh, das habe ich beim letzten vergessen. Ob ihr das auch kennt, ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.trietfreundoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt ein wunderschönes Wochenende. Ich werde mich jetzt das Wochenende über ausruhen, um dann wieder am Montag fit zu sein. Und ja, ich wünsche euch eine tolle Zeit. Bis bald. Ciao.